Hey, ihr ballerwütigen Raumfahrer, willkommen zurück zum Mass Effect 2. Wir sind gerade in der Mission Warlord unterwegs. Auch hier haben wir wieder keine Minimap. Ja. Und hier geht es, glaube ich, darum, einen Kroganer... Oh, nein. Hier geht es darum, einen Kroganer zu rekrutieren. Ich gucke mal ganz kurz. Der Warlord. Infiltrieren Sie die Anlage der Blue Suns. Und, ja, Dr. O'Care, jahrtausendelange Erfahrung im Kampf gegen und Strategie. Bla. Egal. Kriegen wir schon hin. Einfach alles wegballern. Okay. Was ist hier los? Ich frage mich, nach wem die wohl Ausschau halten. Nach uns wahrscheinlich, ja? Sehr hübsch. Danke, Miranda, gebe ich gern zurück. Das mit dem sehr hübsch. War es aber sicher noch nicht, ja? Ein verwundeter Söldner? Sollen wir es kurz machen, Kumpel, oder? Scheiße. Willst du die schmerzhafte Variante? Sieht gar nicht so schlimm aus. Das muss er aber nicht erfahren. Ich wusste, dass es keine Berserker waren. Nicht auf die Entfernung. Sie sind Söldner oder Allianz. Ich werde Ihnen gar nichts sagen. Ich hätte hier eine hübsche Dosis Medigel. Aber wenn Sie wollen, kann ich auch einfach weitergehen. Sie... Es ist nur so, dass ich überhaupt nichts weiß. Ich erschieße lediglich, was aus den Laboren rauskommt. Der alte Kroganer scheint seit kurzem da oben klar Schiff zu machen. Jadot hat ihn angeheuert, damit er ihr eine Armee zusammenbaut. Aber die von ihm hergestellten Kroganer sind wahnsinnig. Wir benutzen sie für Zielübungen mit scharfer Munition. Das ist doch alles Mist. Ich kriege nicht genug Kohle, um hier zu verbluten, verdammt. Außenposten 4. Jadot will von hier weg. Wir brauchen die Koordinaten von diesem Kroganer-Pack. Ich will Ihre Freunde hier nicht sehen. Verstanden? Patrouille? Die letzte Gruppe hat sich aufgelöst. Hab sie vor 5 Minuten aus den Augen verloren. Aufgelöst? Das wird Jadot gar nicht passen. Sie wollte eine Show. Sie wollten einen Bericht. Und das ist er. Aufgelöst. Verstanden. Kehren in die Labore zurück. Da, sehen Sie? Ich helfe Ihnen. Was hat Jadot mit so vielen Kroganern vor? Uns ersetzen vermutlich. Ich könnte jedenfalls darauf verzichten, gegen eine Armee von denen antreten zu müssen. Aber sie kann sie nicht kontrollieren. Sie sollten eigentlich nicht wahnsinnig sein, aber es sind nun mal Kroganer. Ohnehin nicht die hellsten. Haben Sie O'Keir gesehen? Weiß er über all das Bescheid? Zu den Labors hatten wir keinen Zugang. Aber jeder weiß, was passiert, wenn die Kroganer rauskommen. Ich habe hunderte von ihnen erschossen. Sie sind verrückt. Hirnlos. Da oben weiß jeder, was abläuft. Wird Jadots Labor schwer bewacht? Wir haben große Geschütze, um Schiffe auf Distanz zu halten. Auf einen verdammten Kommandotrupp sind wir nicht eingerichtet. Wenn Sie jetzt loshumpeln, finden Sie vielleicht noch eine dunkle Ecke, bevor Sie verbluten. Scheiße. Scheiße. Ihm Angst zu machen, war ein hübscher Gedanke. Dachte ich mir auch. Weiter. Unser Warlord ist irgendwo in Jadots Labor. Okay. Ausbildung ist Teil Ihres Vertrags. Wenn Sie versagen, wird er aufgelöst. In jeglicher... Uncool. Ist das so ein Kroganer? Die haben immer so schicke, bunte Rüstungen. Also der zumindest. Feind voraus, Vorsicht! Wo denn? Ich glaube, ich habe die alle schon erwischt, oder? Ne, sieht alles recht tot aus. Fertig! Lauf, wenn du noch kannst! Alles gut, die sind schon futsch. Beruhigt euch. Ja, Sniper ist auch ein bisschen sehr einfach manchmal. Patz! Leg, Mist! Einfach mal so ein paar Kopfschüsse verteilt, alles gut. Alle sind glücklich.
Und keiner hat mehr Schmerzen. Aber schade, dass es immer nur einen Schuss gibt pro Magazin, was man hier so aufsammelt. Team 4, hören Sie mich? Oh nein. Sagen Sie Chetron, dass wir ein Problem haben. Entweder schlagen die Kroganer zu. Wir werden überfallen. Putz! Viel Glück bei der Landung. Ja, die Knarre ist auch nicht so genau, wie ich es gerne hätte öfter. Schade. Die schwere Pistole. Was hast du gesagt? Die Render passt schön auf, ja? Oh, Kinder, ich brauche Munition. Was ist denn hier los? Oh, da. Entschuldigung. Zwei Schuss. Wir wurden entdeckt. Schön gemacht. Ne? Richtig schön. Ah, die Kryo, irgendwie. Ist er futsch? Nee, der lebt noch. Und ich habe keine Munition mehr. Ist das schon unser Warlock? Warlock? Warlord? Nee, ist ein Zuchttank-Kroganer. Der hat aber bestimmt auch Bock, hä? Lang spürte ich nur den Drang zu töten. Aber sie... Etwas lässt mich sprechen. Er ist erst eine Woche alt? Sie züchten sie offensichtlich in voller Größe und bereit zum Kampf. Wenn sie ausgebildet werden müssen, wäre das keine große Verbesserung gegenüber normalen Söldnern. Gezüchtet, um zu töten. Nein, ich töte, weil mein Blut und meine Knochen mich dazu treiben. Aber deshalb wurde ich nicht aus der Glasmutter gespült. Überleben ist das Wort, das ich in meinem Kopf höre. Den Feind überleben, der meine ganze Art bedroht. Aber ich habe versagt, noch bevor ich erwacht bin. Das hat die Stimme im Wasser gesagt. Deshalb warte ich hier. Okay. Okay. Sie gehören angeblich zu einer Söldnerarmee. Erinnern Sie sich an Jedor? Ich kenne den Namen. Er macht mich wütend. Und ich muss lachen. Es ist kein Name, den wir singen werden, wenn wir marschieren. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich habe es oft gehört. Wie können Sie sprechen, wenn Sie erst eine Woche alt sind? Da war ein kratzendes Geräusch in meinem Kopf. Und daraus wurde die Stimme. Sie hat mir beigebracht, was ich brauchen würde. Gehen, sprechen, schlagen, schießen. Dann sagte die Stimme, dass ich nicht perfekt bin und der Unterricht hörte auf. Und jetzt bin ich hier. Ihm wurde genügend beigebracht, um ihn einem Test zu unterziehen. Aber was für einem? Ich weiß es nicht. Aber ich bin nicht perfekt. Okias Stimme? Hat er zu Ihnen gesprochen, als Sie in Ihrem Tank waren? Ich hörte die Stimme, nicht mit Ohren wie jetzt, im Inneren. Ich nannte sie Vater, das gefiel ihr. Aber sie war enttäuscht. Ich bin nicht so, wie sie mich braucht. Ein Labor mit Kroganern. Bestimmt ein Versuch, die Genophage zu heilen. Heilmittel? Davon war nie die Rede. Überleben, widerstehen, ignorieren. Wodurch haben Sie die Stimme enttäuscht? Ich weiß es nicht.
Es wurde entschieden, bevor ich die Tankmutter verließ. Ich war nicht perfekt. Der Söldner sagte, die Typen würden alle wahnsinnig. Davon weiß ich nichts. Aber ich bin nicht perfekt. Ich habe Sarens Heilmittel zerstört. Wie kann Okir erwarten, dass diese Kroganer die Genophage ignorieren können, wenn er sie nicht heilt? Keine Ahnung. Aber es sieht ja nicht so aus, als hätte er bei diesen Kroganern besonders viel Erfolg gehabt. Können Sie mir das Labor zeigen? Ich muss mit Okir sprechen. Die Glasmutter. Sie ist oben. Hinter den kaputten Teilen. Hinter vielen von euch Fleischwesen. Ich zeige den Weg. Hart und heftig. Gefällt mir. Na, die Stimme eben nicht gerade. Das war mehr so... Ihr Fleischwesen seid langsam, wenn euch große Sachen im Weg stehen. Sie hätten weglaufen oder sich zu den Labors zurückkämpfen können. Warum sind Sie hier geblieben? Ich warte. Die Stimme hat es gesagt. Wenn Sie kommen, kämpfe ich. Aber ich laufe nicht weg. Und ich folge niemandem. Ich bin nicht perfekt, aber ich habe einen Zweck. Ich muss warten, bis ich gerufen werde. Und losgelassen. Alles klar. Für die Kroganer überall in der Galaxie als unfassbar. Ja, okay. Die Sache gefällt mir nicht. Erhöhte Wachsamkeit. Oh, ich finde den jetzt gar nicht so schlimm. Der hört sich eigentlich sehr gelassen an. Onkel. Sind unten. Onkel auf mich zu ballern einfach mal, während ich ja nicht mal in Deckung gehen kann. Los geht's. Mann, ausgerechnet dann. Boah, ein bisschen mehr Muni. Warum ist hier immer so wenig Auf Muni? Auf der rechten Seite. Das hat wehgetan. Das muss so richtig ungeil sein, dass man eigentlich von Kryo-Munition komplett zersplattert wird. Nee, ist bestimmt nicht schön. Wer hat die Kugel freigelassen? Okay. Bereit zum Sterben. Hey. Kommt sie mit heran! Bereit zum Sterben. Boah. Miese Sache. Die Schüsse, es ist halt so schnell leer hier alles immer. Aber die Kryo-Munition, die tut's, ne? Die macht, was sie soll, die Kryo. Bereit zum Sterben. Hier Schuss für so einen Typ, ey. Kroganer mit Kurs auf uns! Wieso auch immer platzen hier durch die Munition? Oh, die ist ja doch. Genau, stimmt, die war jetzt zielsuchend. Oh.
Jetzt kommt's. Macht aber nicht wirklich viel Schaden, sag mal. Die sind ja aber auch ganz schön Kugel... Bullet Sponges, sagt man. Kugelschwämme, diese Typen, ohne Ende. Rastas? Sie haben die Rastas außer Kontrolle gesetzt. Das ist Platin. Sehr gut. Ha! Ist ja nicht so, als hätte ich schon genug davon. Nein! Man kann nie genug Platin haben. Edelmetall, Schmädelmetall, sag ich nur. Okay. Aha. Das ist bestimmt wieder Bonus hier. Okay, das ist gerade echt... doof, da. Okay, war aber nicht schwer. Ist das Bonus? Geht's hier weiter? Nee, warte mal da. Okay, das ist regulär, schätze ich. Präzisionsgewehrschaden, das mag ich. Das mag ich. Energiezellen für schwere Waffen, fein. Neue Opfer. Ihr seid so doof. Oh, ich hab verfehlt. Mistürk. Das mit der Zeitlupe ist so lustig. Einfach nur übertrieben, aber lustig. Hey, ich hab ja einen gekillt. Wo ist die Muni? Och, Munition, ne? Ich hab ja noch am Anfang gesagt, ich find's cool, dass man jetzt hier Munition haushalten muss. Ich nehme das gerne wieder zurück. Vor allem, was das Sniper angeht. Ich bin ja echt immer nur... Kann man dir sagen, Ohm, out of money, out of ammunition. Eigentlich ist es ja out of mana. Ohm, ey. Nicht anschießen, dann kann ich so schwer zielen dabei, bitte. Hier, fang. Die Kugel ist nur ein bisschen schnell. Und kalt. Oh nein. Ich will euch auch tot sehen. Ja, du hast doch einen sehr umwerfenden Charakter, Miranda. Muss ich da nicht die ganze Zeit draufbleiben oder reicht das für dich? Oh ne, die gehen wirklich direkt drauf. Cool. Ab. Ja, kann ich auch? Wo ich so zicken hier? Unglaublich. Feuer auf die anstürmenden Kroganer konzentrieren, sonst sind wir alle tot. Welches Genie hat denen eigentlich Waffen gegeben? Ich würde. PDA, da ist bestimmt wieder Geld drauf. Es ist immer so schön pragmatisch hier alles. Man weiß immer schon, was man kriegt, wenn man es sieht. Nein. Ah. Okay, es war noch... Alles cool, alles cool. Das hier finde ich immer so ein bisschen komisches Hacking-Spiel, weil man ist immer darauf angewiesen, dass man genau die Teile bekommt. Ach, geht doch runter, die man braucht. Was? Es geht von vorne los? Och Mann. Okay.
Ja, es wird alles zurückgesetzt, wenn man einen Fehler macht. 4000 Credits. Ich sag ja, das ist... Man kriegt halt, was man erwartet. Finde ich aber auch nicht unbedingt schlecht. Als wenn man irgendwie so einen nichtssagenden Text kriegt, der einen aus der Action ein bisschen rauszieht. An sich ja nicht schlimm, aber manche stört sowas halt. Kann ich auch echt verstehen. Wo seid ihr denn? Ey. Die ganz krassen haben nicht mal einen Helm auf, weißt du? Nichts kann mich aufhalten! Nichts kann mich aufhalten! Die Render ist wieder böse unterwegs hier. Verdammt! Ey! Haben die Schilde verloren! Ihr blöden Arschbacken! Sie sind auch echt vorhersehbar, wie die sich verhalten. Ich wahrscheinlich auch, aber ich glaube, die KI juckt das wenig. Was machst du denn, Shep? Ja, ich sag ja, sprinten, benutzen und in Deko gehen auf einer Taste ist keine gute Idee, immer noch. Ich habe auch mal nach Mods geschaut. Es gibt, glaube ich, leider keine Mods in der Richtung, dass man die Tasten aufsplittet, weil das ist nur die Ini. Ja, man kann halt nur die Ini umschreiben und da ist immer die eine Taste belegt. Unterwegs. Eben. Huch. Unterwegs. Was mach ich denn? Oh nö, ich hab keine Schuss. Jetzt kommt's. Sterb doch mal bitte alle. Bringt wohl nichts, oder? Ah doch, es geht auf die Schilde, ha? Huh? Okay, ihr wollt es nicht. Oh, schade, ich habe keine Raketen mehr, verdammt. Nichts kann mich aufhalten! Eieiei. Es tut mir aber leid. Schick dir doch mal Verstärkung, dass ich mir abknallen kann, bitte. Das finde ich echt nett und zuvorkommend. Okay. Ich hoffe, ich finde irgendwann vielleicht mal ein paar Upgrades von der Munition her. Ich habe ja schon die 10%, aber... Ihr wisst ja, wie viel das ausmacht. Ein Schuss mehr für die Sniper. Das ist nicht gerade viel. Oh, alles schön voll machen. Mal was übersehen. Ich finde auch, die Kamera ist so ein bisschen nah dran manchmal hier an der... Also, ich komme mir vor, als würde ich ihm so ein bisschen auf dem Rücken sitzen manchmal. Oh, okay. Muss ja auch nicht sein. Dein A. Feuer auf dein A. Okay. Was
Ich drück schon wieder die falschen Knöpfe. Shift ist es. Shift. Oh, da oben war es. Egal. Ja, fertig. Wie gesagt, hier ist immer so ein bisschen Glückssache, was kommt. 4000 Kredits. Ich muss unbedingt nochmal nach Omega. Ich habe da nämlich eine Nebenmission übersehen. Habe ich gelesen. Und ich habe dieses Upgrade für die Schrotflinte noch nicht, auch wenn ich keine nutze. Aber ich meine, ich kaufe mir alles, was geht. Wenn es geht. Oh, warte mal. Ich glaube, hier erinnere mich... Ja, ich erinnere mich an so eine schöne abtrünnige Szene, die es hier gab. Komm raus. Hab ich ihn erwischt? Entdeckung nachgeladen, Kerl. Nicht auf mich schießen! Ja, nicht mal ansatzweise, Jack. Warum habe ich denn auf dich geschossen, bitte? Oh nein! Ich kann sie nicht sehen! Achtung! Bereit machen! Komm, Jack! Jetzt mal schön die Ablenkung nutzen. Er ist doch nicht tot. Ich leg euch alle um. Was sag ich, Miranda? Ach, da seid ihr ja. Ihr macht das schon. Ich habe mir gerade mal ein bisschen Munition, wenn es hier was gibt. Weil ich finde die Waffe leider ein bisschen belastend, die SMG. Nicht so viel bei rum irgendwie. Na? Ach, Shep. Systeme stören. Ey, du triffst mich da gar nicht dadurch, oder? Oder doch? Oh, was? Ich hab's. Los, los! Du hast Herpes? Oh,
Okay, ihr habt so gewollt. Habe den Kontakt verloren. Das hat wehgetan. Hey. Fly, bitch. Nicht schießen, Shepard! Ja, ich schieße auf die Feinde. Darf ich das nicht? Die sind immer so ein bisschen sehr panisch, wenn ich da irgendwie in die Richtung nur schieße. Außerdem gibt's hier überhaupt Friendly Fire? Ich weiß es gar nicht. Ich denke mal, nein. So. Das ist aber echt viel, viel Geballer hier. Ich hätte nicht gedacht, dass es doch so viel ist. Nichts zu sammeln gerade. Enttäuschend, die Ausbeute. Ja. Roger, Roger. Kann ich die Waffen nicht irgendwie da oben drauf? Mann, schade. Ich kann die Waffen einfach nicht da oben... Ich kann wahrscheinlich die Fähigkeiten meiner Teammitglieder da oben noch mit reinlegen in meine Leiste, aber die machen das ja eh schön automatisch. Ist alles Humbug. Ich wünschte, ich könnte die Waffen irgendwie selbst auf der Taste... Also ist es halt immer ein bisschen umständlich und es dauert halt auch lange. Aber ja, gut. Die Sache Gameplay... Gamepad optimierte Steuerung. Richtung Deckung. Komme. Tun Sie mir nichts. Bitte. Ich bin unbewaffnet. Okay, ich knall sie ab. Nein, natürlich nicht. Kann man das einfach? Warte mal. Okay, sorry. Ich wollte mal testen, aber man macht ja nicht mal Schaden. Ja, lustig, wenn man so komplett den abtrünnigen Shepard spielt, der einfach alles niederballert und umhaut vor allem. Ich habe die Überwachungskameras abgeschaltet, sobald ich gesehen habe, dass Sie es sind. Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich bin froh, dass Sie den Laden hier zerlegen. Tut mir leid, Rana Thanoptis. Sie haben mich gehen lassen, als Sie Sarens Labor auf Vermeier zerstört haben. Ich musste in einer Wartungskapsel einer Atomexplosion entkommen, aber trotzdem ist es für mich eine zweite Chance. Ah, wissen Sie noch? Wissen Sie? Wisst ihr noch? Ja, ich erinnere mich an Sie. Ich nehme an, Sie haben einen guten Grund für Ihre Anwesenheit in diesem Labor. Keine Sorge, ich nutze die Chance, die Sie mir gegeben haben. Meine Arbeit hier ist rein wohltätig. Nicht für die Söldner. Jador hat ganz normale Allmachtsfantasien. Aber Okia will wirklich etwas Gutes bewirken, das weiß ich. Auch wenn seine Methoden ein wenig extrem sind. Jeder verdient eine zweite Chance. Das stimmt doch. Und manchmal lohnt es sich eben. Ich kümmere mich um meine Schulden. Okay. Was hat Okia hier vor? Es ist kompliziert. Er hat einen Befehl von Jador, der Anführerin der Söldner, eine private Armee herzustellen. Ich bin nicht sicher, ob sie weiß, was sie damit anfangen sollte. Okia beachtet sie eigentlich gar nicht. Okia verfolgt seine eigenen Ziele. Ich habe für die Tankzüchtungen eine Ausbildungsroutine entwickelt, aber die meisten durchlaufen nicht mal einen Bruchteil davon. Er lässt sie vorher fallen. Wonach er auch sucht, es ist kein Heilmittel und es ist auch kein Zahlenmaterial. Sie an einem Ort wie diesem zu finden, lässt mich glauben, dass es ein Fehler war, sie gehen zu lassen. Und das wollen sie doch nicht. Darin sind wir uns einig. Keine Sorge, ich habe vor, von allem, was sie tun, größtmöglichen Abstand zu halten. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich jetzt gern überstürzt davonrennen, bevor Sie hier alles in die Luft sprengen. Ich kenne doch Ihre Methoden. Sie sind so nett. Das wird sich eines Tages rächen. Ja, ich... Nee. Nee. Sie ist halt immer zur falschen Zeit am falschen Ort, so ein bisschen. Noch erwischt. Na? Ich sehe es nicht. Da. Ja, wie gesagt, immer so ein bisschen Glückssache. 4000 Credits. Also ja, Warlord Okia.
Hopp. Wegen dem sind wir auch hier. Der Warlord. Das Labor finden. Finden Sie Jedurs Labor und bringen Sie Dr. O'Keefe hinaus. Da sind Sie ja. Ich habe Ihr Vorankommen beobachtet. Es ist höchste Zeit. Die Batterien auf diesen Tanks warten nicht, während Sie mit diesen dämlichen Söldnern spielen. Ich nehme an, Sie sind O'Keefe. Sie wirken auf mich weder wie ein Gefangener, noch wie jemand, der sich über meine Ankunft freut. Sie mögen behaupten, hier Hilfe leisten zu wollen. Aber der bis vor kurzem verstorbene Shepard ist kein Vorzeichen sanfter Veränderungen. Überrascht? Alle Kroganer kennen Sie. Rana hat Sie mit Sicherheit bereits an Ihre Aktion auf Würmeier erinnert. Ich hatte nicht viel Spielraum für Raffinesse. Hätte es eine andere Lösung gegeben, hätte ich sie in Erwägung gezogen. Ich stimme Ihnen zu. Zarens blasse Horde war zudem nicht wirklich kroganisch. Zahlen allein sind bedeutungslos. Der Fehler eines Außenseiters, den auch diese Söldner begangen haben. Ich habe Ihrer Anführerin meine Abfallprodukte für Ihre Armee gegeben. Aber jetzt wird sie ungeduldig. Es ist Zeit, dass Sie mich von hier wegbringen. Wir sind wegen der Kollektoren hier. Ihre Probleme sind uns völlig gleichgültig. Verstehe. Ja, die Kollektorenangriffe haben zugenommen. Ein Problem der Menschen. Meine Anforderungen lagen gänzlich woanders. Ich habe mir das Wissen angeeignet, einen reinen Soldaten zu schaffen. Damit werde ich der Genophage die größte Schmähung zufügen, die ein Feind erfahren kann. Ich werde sie ignorieren. Ihre Suche nach dem perfekten Soldaten hat zu zahlreichen Fehlschlägen geführt. Ist Ihnen das alles völlig egal? Es waren keine Fehlschläge. Meine Abfallprojekte sind genau das, was Jedur wollte. Sie kann nur mangels Führungsqualitäten nichts damit anfangen. Sie sind stark, gesund und für mich völlig nutzlos. Ich brauche Perfektion. Und wenn vorher ein paar tausend Ausschussexemplare herauskommen, dann ist das eben so. Meine Arbeit wird die Kroganer zu reinen Wesen machen. Wir werden nicht wiederhergestellt. Wir werden erneuert. Ich dachte, die Kroganer wollten wieder die Stärke erlangen, mit der sie früher die Galaxie bedroht haben. Das wird nicht nötig sein. Mein Soldat ist eine Schablone und damit eine größere Bedrohung als alle potenziellen Brüder, die an seiner Seite marschiert wären. Die Galaxie weist noch immer die Narben der Horde auf. Aber sie muss erst lernen, ihre Lanze zu fürchten. Sie sind ebenso grausam und berechnend wie jene, die ihr Volk mit der Genophage infiziert haben. Mag sein. Aber ich bringe die Kroganer wieder ganz nach oben. Und mein Soldat wird dabei keine nuklearen Vergeltungsschläge provozieren. Anders als ein Heilmittel oder eine Horde. Mein Vermächtnis ist Perfektion. Und jeder Kroganer wird nach oben kommen, weil er auf den Leichen unserer Leute steht. Sie werden alle übertreffen, aber sie werden nicht vergessen. Was haben Sie von den Kollektoren bekommen? Ich brauche alle Informationen, die Sie haben. Sie sind seltsam. So isoliert und doch so verfügbar, wenn man ausreichend große Opfer bringt. Ich habe Ihnen viele Kroganer gegeben. Ich habe vielleicht Informationen für Sie. Aber die ganze Tech steckt in meinem Prototypen. Nachdem ich herausgefunden hatte, wie man sie einsetzt, ohne das Versuchsobjekt umzubringen. Die Todesfälle waren bedauerlich, aber ich muss nur ein einziges Mal Erfolg haben, um den Prozess in Gang zu setzen. Sie wollen die Genophage also nicht heilen? Entgegen der Behauptung von Überlebenden führt die Genophage nicht zu starken Kroganern. Sie filtert nur eine einzige Eigenschaft heraus, nämlich die Fähigkeit, die Genophage zu überleben. Selbst bei 1000 Totgeburten bleiben noch zu viele schwache Nachkommen am Leben. Jeder Überlebende gilt heute als wertvoll. Das hat zu mehr Problemen geführt als alle Tests der Menschen an uns zusammen. Ich sage, lasst uns Träger der Genophage bleiben. Sollen doch Tausende sterben,
Wir werden das alles überwinden, indem wir auf den Berg der Leichen unseres Volkes steigen. So handeln echte Kroganer. Okay. Ja, das ist ein bisschen sehr krass drauf, der Typ. Ihre Methoden sind extrem, aber Sie wissen, wie man eine Bedrohung analysiert. Werden Sie uns helfen? Vielleicht können wir eine Abmachung treffen, was meinen sicheren Transport angeht. Aber mein Prototyp steht nicht zur Debatte. Er ist der Schlüssel zu meinem Vermächtnis. Achtung, ich habe die befreiten Kroganer geortet. Es ist natürlich auch hier. Sein Projekt wird ausgelöscht. Wir neutralisieren seine Soldaten und fangen mit seinen Daten von vorne an. Tanks fluten. Ist sie wirklich so willensschwach? Sie wird mein Vermächtnis mit einem einzigen verdammten Ventil auslöschen. Shepard, Sie wollen doch Informationen über die Kollektoren. Halten Sie sie auf. Sie wird versuchen, auf Gefahrenstoffe in der Lagerbucht zuzugreifen. Sie könnten von vorne anfangen, wie sie es auch vorhat. Wo ist das Problem? Dieser Tank ist rein. All die Versuche und Daten haben dazu geführt. Er lässt sich durch einen Neubeginn nicht reproduzieren. Er muss das hier überstehen. Tudor wird bei den aussortierten Tanks sein. Beseitigen Sie sie. Ich bleibe hier und tue, was getan werden muss. Ja, wenn du meinst, Tudor bekämpfen. Ah, ich weiß nicht, ob ich ihm vertrauen kann. Beseitigen Sie Tudor, Shepard. Ich tue alles, was nötig ist, um mein Vermächtnis zu retten. Naja, gut. Ist gerade ein bisschen komisch von der Anordnung hier alles. Okay. Das könnte nützlich sein. Kroganische Vitalität. Oh Mann. Es tut mir echt leid, dieses ganze dumme Gehuste. Das nervt mich. Die Alte. Warte mal, ich check noch mal ganz kurz. So, der Warlord. Jador bekämpfen. Die Söldner Anführer Jador bekämpfen. Naja, also die Genophage soll ja angeblich nicht komplett alles. Habt ihr ja schon gehört von Mordin, hat uns erzählt, dass die nicht komplett jedes Kind tötet, beziehungsweise jeden Kroganer unfruchtbar macht, aber trotzdem. Das ist schon sagen, sie hat genug geredet. Sehr krass eigentlich. Sie haben uns gesehen. Auf meiner Welt können sie sich nicht verstecken. Jetzt kommt's. Hey. Systeme. Oh. Belastet. Mach mal sehen, wie viel du noch machen kannst. Hier so ein paar Dinger ins Gesicht ballere. Aua! Kroganer mit Kurs auf uns! Au! Euch alle! Lebt sie noch? Wo ist sie denn? Ich hab sie doch gekillt. Feuer online. Ich hab's. Ja, das geht in die Luft. Alarm im Labor.
Verdammt, was macht Okir da hinten bloß? Shepard, der Laboralarm ging mit einem Systemausfall einher. Die verbliebenen Laborsysteme sind ungeschützt und ich habe mir eingeschränkten Zugriff verschafft. Den Laborscannern zufolge ist der Raum voller Toxine und Okirs Lebenszeichen sinken rapide. Ich rate zur Eile. Ja, ich sammle mal ganz kurz noch ein bisschen ein und dann... Wie geht es jetzt wirklich auf Zeit? Ich will es vielleicht doch lieber nicht riskieren. Ich riskiere lieber nichts. Bestätige. Komm schon. Bin gleich da. Kontamination entdeckt. Notentlüftung aktiv. Kontamination entdeckt. Notentlüftung aktiv. Wenn die Lüfter nach den Konjunkturen von den Menschen wollen, würde ich es ihnen sagen. Aber alles steckt in meinem Prototypen. Mein Vermächtnis ist darin. Dieser eine Soldat, dieses grantige Frontschwein. Perfekt. Sie haben mir Zeit gegeben, Shepard. Krass, oder? Der hat echt noch seine Todesbotschaft aufgenommen und hat's echt durchgezogen einfach. Okir hat sein Leben für diesen einen Kroganer gegeben? Machen Sie mal auf. Sehen wir nach, was ein reiner Kroganer drauf hat. Ein reiner Kroganer hat einen ziemlich harten Schlag und sowas können wir eigentlich immer gebrauchen. Falls er uns überhaupt hilft. Ich bezweifle, dass ihn je jemand nach seiner Meinung oder so gefragt hat. Normandy, vergessen Sie Okir. Aber wir haben ein Paket, das geborgen werden muss. Und es ist ziemlich groß. Ja. Krass. Klonanlage zerstört. Okir tot, aber sein Sohn wurde geboren. Verlust von Okir könnte ein Problem sein. Shepard soll entscheiden, ob der Kroganer aktiviert werden soll. Ja. Mikrofasergewebe. Kroganische Vitalität. 25% mehr Gesundheit. Krass. Das ist richtig krass. Alle kroganischen Gruppenmitglieder. Entschuldigung. Also, einer. Wir haben nur einen. Wahrscheinlich den Typen jetzt. Ein Wissenschaftler namens Okir hat ein Retrovirus entwickelt, das zum genetischen Code der Kroganer passt. Modifiziert man die Gensequenzen in diesem Virus und injiziert dann einem Kroganer eine geringe Dosis davon, wird dadurch sein genetischer Code verändert. Ist eigentlich voll doof, ne? Ich meine, wir haben einen kroganisches Crewmitglied. Kann ich jetzt schon mal spoilern, ihr habt es ja gesehen. Benutzen Sie den Forschungscomputer im Labor der Normandy, um dieses Upgrade herzustellen. 20% mehr Präzisionsgewehr Schaden. Das ist schön. Und das war's. Das war's. Ja, dann sind wir mal gespannt auf das neue Crewmitglied, aber das werden wir dieses Mal leider nicht mehr kennenlernen. Oh nein. Aber ich habe Bedenken, ihn vielleicht doch. Ja, das haben Sie jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ein normaler Kroganer ist gefährlich. Der hier wurde von einem Wahnsinnigen erschaffen und vermutlich ausgebildet. Wie ich sehe, genießen gerade alle unser neues Fliegengewicht. Bedenken? Wir wissen absolut nichts darüber, Commander. Ich will ja nicht sofort mit dem Brecheisen ran, aber ich werde eine potenzielle Ressource nicht einfach aufgeben. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Aber seien Sie bloß vorsichtig. Ist notiert. Der Frachtraum ist sicher genug, bis ich entscheide, was mit ihm geschehen soll. Ja, ich bin auch gespannt. Ja, wie gesagt, den werden wir nächstes Mal kennenlernen, wahrscheinlich. Den kroganischen Mitbewohner hier auf der Normandy. Ja, danke fürs Zusehen. Lasst mir gerne ein Like auf die Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid bei Mass Effect 2. Bis denn. Tschüss.